Mama Conky TV. Fragst du dich auch, wie man heutzutage noch einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufmacht? In diesem Video wirst du es erfahren. Also, was braucht man zuerst, um einen Kanal zu öffnen? Man braucht irgendein Profilbild. Dann sollte man sich überlegen, welche Art von Videos man machen will. Was würden wir empfehlen? Genau, irgendwelche Themen, bei denen man andere große YouTuber reinziehen kann, um mehr Reichweite zu generieren. Aber wie funktioniert dieser Clickbait am besten? Fangen wir mit den Thumbnails an. Ganz wichtig sind rote Kreise und Pfeile. Und dabei kann man eigentlich nicht übertreiben. Haut so viel drauf, wie ihr nur könnt. Was sollte sonst noch auf einem Thumbnail drauf sein? Genau. Du selbst, wie du komplett übertriebene Gefühle darstellst. Am besten funktionieren Trauer, Wut oder der Klassiker, die Überraschung. Sonst sollte noch irgendein roter Schriftzug auf dem Vorschaubild sein, wie zum Beispiel, hast du das gesehen? Und ganz nebenbei könnte man noch das Thema des Videos sichtbar machen. Das ist aber kein Muss. Später schauen wir uns noch Beispiele von erfolgreichen Nutzern des Guides an. Jetzt geht es aber weiter mit dem Titel. Wie sollten die Titel aussehen? Nun, zuerst sollte man auf die Rechtschreibung und auf die deutsche Grammatik achten. Spaß, der Titel muss keinen Sinn ergeben. Hauptsache alle wichtigen Schlagwörter kommen groß geschrieben vor. Hier ein paar Beispiele. 3 Uhr nachts auf gar keinen Fall deine Schule anrufen. Versuche niemals 3 Uhr nachts WhatsApp zu schreiben und lesen. Sind Lehrer wirklich so verrückt? Zum Lachen. Mache niemals diese Nägel mit BFF oder alleine im Sommer. Mache niemals Schleim um 3 Uhr nachts. OMG, so gruselig. Mache niemals Schleim um 3 Uhr nachts. In Klammern Geist. So, jetzt haben wir also schon das Thumbnail und den Titel. Jetzt brauchen wir nur noch die Beschreibung. Hierbei reicht es, wenn ihr bei jedem Video die gleiche Beschreibung nehmt. Aber was sollte drinnen stehen? Ihr solltet so viele andere Videos von euch wie möglich reinhauen, damit ihr besser vorgeschlagen werdet. Da müssen noch Amazon Web Links rein. Damit könnt ihr noch mehr Geld verdienen. Und zu guter Letzt solltet ihr die Schlagwörter neben den Tags und den Titel auch noch in die Beschreibung packen. Ah, und natürlich habe ich noch was vergessen. Eure anderen Social Media Kanäle und euer Shop sollten logischerweise ganz oben stehen. Okay, dann sind wir mit den formellen Dingen fertig. Kommen wir zum Wichtigsten. Die Videos. Die Länge sollte mittlerweile jedem klar sein. Die Videos brauchen die 10 Minuten, um mehr Geld einzunehmen. Aber man sollte nicht mit der Länge übertreiben. Am besten ist eine Länge zwischen 10 Minuten und 1 Sekunde und 10 Minuten und 5 Sekunden. Um auf diese Länge zu kommen, müsst ihr natürlich nicht wirklich 10 Minuten Inhalt produzieren. Circa 6 Minuten sollten reichen. Den Rest des Videos macht ihr Werbung für eure anderen sozialen Netzwerke und für andere Videos. 2 bis 3 Mal pro Video solltet ihr noch zum Liken aufrufen und ein Ziel setzen, um mehr Likes zu bekommen. Hier ein Beispiel. Alter, das war viel zu krass. Leute, bei 50.000 Likes kommt der zweite Teil dieser Serie direkt. Also unbedingt ein Like dalassen. Natürlich habt ihr das zweite Video bereits aufgenommen und hättet es sowieso hochgeladen, aber das müssen die Zuschauer ja nicht wissen. Wenn ihr mit der ganzen Eigenwerbung immer noch nicht auf die 10 Minuten kommt, dreht noch ein langes Intro oder Outro, oder wenn ihr gar keinen Bock habt, blendet einfach für 1 bis 2 Minuten Schwarzbild ein und sagt dann euren Fans, dass das irgendein Schnittfehler ist, der euch erst nach dem Hochladen aufgefallen ist. Um den Algorithmus auf eure Seite zu bekommen, solltet ihr mehrmals die Woche hochladen und eure Zuschauer in den Videos darauf hinweisen, Kommentare zu hinterlassen. Am besten geht das, wenn ihr Fragen stellt, die die Zuschauer dann beantworten sollen. Hierzu auch wieder Beispiele. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsname ist. Also meines Trapper Fabian. Lasst mich mal gerne in die Kommentare wissen, ob ihr auch schon was davon gehört habt. Und sprecht mir den Daumen nach oben, wenn ihr ihn auch so komisch findet. Mein Challenge an euch. Finden wir 40.000 Leute, die sich auch immer wieder gruseln bei den TikToks? Und dann kann man sicherheitshalber natürlich auch noch einen Kommentar schreiben. Wenn ihr alle Tipps befolgt, dann steht euch nichts mehr im Weg, der nächste große Influencer zu werden. Oder ihr könnt es auch wie dieser Typ machen. Und einfach einen Zweitkanal aufmachen und genau das Gegenteil machen. Und wenn ihr euch fragt, was geht jetzt ab? Ja, es ist wahr. Hier seht ihr das erste Video auf dem neuen Kanal. Wenn es bei euch nicht angezeigt wird, findet ihr den Link in der Beschreibung. Wir sehen uns gleich drüben. Und ich gehe jetzt erstmal schlafen. Nach aller Recherche zu dem Video bekommt man ordentlich Kopfschmerzen. Und man verliert dazu auch noch einige Gehirnzellen. Glaubt mir, das war kein Spaß. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Therapie.